ist spannend. Also das sind beide Aspekte, bin ich komplett bei dir. Total wichtig und spannend. Bei dem Körperlichen fällt mir halt ein, wenn du einen neuen Weg gehst, ist das immer mit Unsicherheit. Neu ist immer mit einer gewissen Unsicherheit verbunden und die spüre ich in der Regel, wenn ich so ein bisschen ein Gefühl habe, auch körperlich. Und da sozusagen zu unterstützen auf dieser Ebene halte ich für komplett wichtig. Und der zweite Punkt, den du gesagt hast, ist mir komplett eingängig und extrem wichtig, und ich würde das auch so vertreten, dass du sagst, naja, wenn ich ein bisschen weiß, was kommt, und so hätte ich dich jetzt verstanden, wenn ich so ein bisschen weiß, was kommt, also ein Wissen drüber, wie Veränderungsprozesse dann eben auch funktionieren, und dass das halt so das ein oder andere an Turbulenzen geben kann, also das Wissen, das was bei mir kommt, unterstützt natürlich immens, weil ich dann nicht so überrascht werde. Und dieses Überraschen ist dann oft ja ein Anlass, sozusagen in Altes zurückzufallen, beziehungsweise nicht mehr die Kraft zu haben, mich da wieder zurück auf den neuen Weg zu holen. Also beide Aspekte finde ich total schlau. Also diese Körperlichkeit für mich jetzt zum ersten Mal, so ich es höre, eine Sicherheit, eine Geborgenheit, eine Basis für diese ganzen Veränderungsgeschichten. Ja. Und auf der anderen Seite natürlich sozusagen ein Vorbereitetsein auch auf die Schwierigkeiten, die kommen. Mhm.